Leute, jo. Ich habe gerade die Möglichkeit bekommen, hier zu sitzen, weil ich gefragt wurde, ob ich gerne musizieren möchte. Und so danke ich für die Möglichkeit. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ob ich meinen Namen vorstellen soll, aber eigentlich ist das ja gar nicht wichtig. Und wie es ausschaut, können wir losstarten. Danke. Was? Ich los. Deswegen sitze ich jetzt hier und lass einfach reinkommen, was reinkommen will, und rauskommen, was rauskommen will. Ich sitze vom Parlament und frage, welche Welt ist es heute, die hier so vor uns gestellt? Es gibt so viel Hass und Krieg überall. Am liebsten würde ich mich einsperren und die Türe zuknallen. Doch ich hab geahnt, ich hab's gelernt in all den Jahren. Wenn ich es so sehe, werde ich es wieder erfahren, denn es kommt alles, was du projizierst. Jeder Gedanke, jede Meinung von dir ist das genau, was diese Welt erschafft. Deswegen bitte, bitte stehe auf, ich will, dass du lachst. Denn die Freude ist das, was die Kraft hat, anzupacken für eine neue Welt. Wir sind schon am Start, oder wie schaut es aus? Ey Leute, traut euch heute was zu sagen, bitte drückt euch einfach aus. Ich weiß genau, in eurem Herz ist die Liebe drin, also nehmt sie an, denn dann kann sie schwingen. In der Liebe sind wir alle vereint, denn die Liebe bildet einen großen Kreis. Jeder weiß, jeder Mann und jedes Kind, das Leben ist schön, wenn du so schwingst. Ja, yo. Ich könnte noch eine spielen. Okay, also wenn ich sage, ich könnte noch eine spielen, dann meine ich, ich könnte noch zwei, drei andere Akkorde abfolgen, die ich auf der Gitarre spielen kann. Und dazu werde ich wieder irgendwas singen. I feel blue. Na 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 na. Wenn der Tag so anbricht, dann bitte sieh hin, denn er spricht zu dir, seinem Kind. Er versucht dir zu erklären, du brauchst dich nicht dagegen wehren, denn es will nur das Beste für dich. Deswegen nimm es an, wie es zu dir kommt. Halt dich nicht in deinem Kopf gefangen, jede Wertung und Urteilung ist überflüssig, denn im Grunde weißt du, es ist für dich ist deine Möglichkeit, dein Selbst zu erfahren, deine Möglichkeit ist. Bitte, bitte wein nicht, nein, es ist so wunderbar. Wir wissen gar nicht, wie groß wir eigentlich drinnen sind, denn wir haben gelernt, dass wir schon von klein auf als Kind es besser nicht sagen, was man denkt. Besser ist, du gehst nach wohin dich die Masse lenkt, ja. Aber ich hab keinen Bock darauf, deswegen steige ich einfach auf. Weil ich hab keinen Bock darauf, man, ich tauche auf. Yo. Lasst uns alle aufwachen, weil es geht eigentlich nur darum, dass wir erkennen, dass der andere Mensch bei uns, derselbe Mensch wie bei uns drinnen ist. Sowas wie verschiedene Realitäten gibt es gar nicht, es gibt nur die eine und die entsteht in deinem Kopf. Und versuch gar nicht erst zu verstehen,
was eine andere Realität in einem anderen Kopf sein kann, weil das kannst du niemals. Sehr guter Freestyle, danke.